Basierend auf einer Untersuchung aller Länder weltweit kommt der von Kirche in Not herausgegebene Bericht Religionsfreiheit weltweit 2021 zu dem Schluss, dass Verfehlungen gegen dieses grundlegende Menschenrecht seit dem letzten Bericht 2018 stark zugenommen haben. Rund 4 Milliarden Menschen leben in 26 Ländern, in denen die Religionsfreiheit besonders eingeschränkt ist. Fast die Hälfte dieser Länder befindet sich auf dem afrikanischen Kontinent. In den vergangenen 2 Jahren waren es vor allem dschihadistische Gruppen, die Menschen unterdrückten, die ihre strenge Auslegung des Islam nicht akzeptieren und befolgen wollten. Diesen Gruppen gelang es, ihre Präsenz in Subsahara-Afrika auszubauen und zu festigen. Viele Gebiete, in denen diese Gruppen präsent sind, sind für Hilfsorganisationen nur schwer zugänglich. Die lokalen Regierungen sind oft außerstande, sich dem Problem des Dschihadismus entgegenzustellen. In Asien sind China und Nordkorea die größten Verletzer der Religionsfreiheit. In China hat die Kontrolle durch den Staat in allen Bereichen stark zugenommen. Es findet eine massive Überwachung statt. Auch mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz. Der chinesische Staat führte ein Punktesystem ein, das jeden Bewohner für sein Verhalten individuell bestraft oder belohnt. Dies geschieht insbesondere in Umerziehungslagern, in denen die Inhaftierten umgeschult werden. Es befinden sich mehr als 1 Million Menschen in solchen Lagern, die meisten von ihnen muslimische Uiguren. In Myanmar kommt es wiederholt zu Übergriffen auf Christen und Hindus im Bundesstaat Kachin. Viel schlimmer aber waren die massiven und wiederholten Angriffe durch das Militär auf die muslimischen Rohingya. In Asien sind die wachsenden ethno-religiösen nationalistischen Bewegungen eine immer größer werdende Herausforderung. Das hat Auswirkungen auf Milliarden von Menschen dort, hauptsächlich in demokratischen oder halbdemokratischen Systemen, wie beispielsweise in Indien, Sri Lanka und Myanmar. Die meisten religiös motivierten Gewalttaten passieren aber in Pakistan, wo Frauen und minderjährige Mädchen religiöser Minderheiten entführt, vergewaltigt und zwangsislamisiert werden. Die Rechte dieser Frauen und Mädchen werden so sehr missachtet, dass man von einer modernen Form der Sklaverei sprechen muss. In den 36 Staaten, die auf der Karte mit oranger Farbe markiert sind, wird die Religionsfreiheit weder gewährt noch verfassungsmäßig garantiert. Während des Untersuchungszeitraums unternahm der türkische Präsident Erdogan Schritte, die Türkei als führendes Land des sunnitischen Islam zu etablieren, während die Rechte aller Nicht-Sunniten beschränkt wurden. Die Hagia Sophia in Istanbul wurde von einem Museum wieder zurück in eine Moschee umgewandelt. In etlichen Staaten des Nahen Ostens, Süd- und Zentralasiens sowie in den früheren Sowjetländern wird den Menschen zwar Religionsausübung zugestanden, nicht jedoch die volle Religionsfreiheit. Ebenso wird auch die Abkehr von der Staatsreligion in gewissen Ländern gesetzlich untersagt. In einigen ist sie zwar erlaubt, aber Konvertiten erleiden große gesellschaftliche Nachteile. Die Corona-Pandemie hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Religionsfreiheit. Militante Gruppierungen haben davon profitiert, dass die Regierungen mit der Bewältigung der Pandemie beschäftigt waren. Bereits existierende Vorbehalte gegenüber religiösen Minderheiten führten zu verstärkter Diskriminierung, wie zum Beispiel in Pakistan, wo muslimische Hilfsorganisationen Christen und anderen religiösen Minderheiten den Zugang zu Lebensmitteln und medizinischer Hilfe verweigerten. Im Westen hatten die Anti-Corona-Maßnahmen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Folge. Gottesdienste waren nicht oder nur beschränkt erlaubt. In diesem Bericht wird zum ersten Mal eine neue Kategorie verwendet: Länder unter Beobachtung. Es wurden neue Faktoren in den Fokus genommen, die in Zukunft einen großen Einfluss auf die Religionsfreiheit haben könnten. Ein Beispiel sind gewalttätige Demonstrationen in einigen Ländern Lateinamerikas.
wo Demonstranten religiöse Symbole und Gebäude angegriffen und zerstört haben. In einigen Regionen wurden Hassverbrechen gegen Mitglieder von Religionsgemeinschaften begangen. Papst Franziskus hat den Begriff höfliche Verfolgung eingeführt. Er meint damit, dass religiöse Werte als rückständig abgestempelt und in das Private abgedrängt werden. In einigen westlichen Ländern ist das Recht, bestimmte Handlungen aufgrund von Gewissensgründen zu verweigern, nicht mehr umfassend geschützt. Zum Beispiel, wenn es im medizinischen Bereich um Abtreibung oder Sterbehilfe geht. Im Untersuchungszeitraum gab es aber auch klare Verbesserungen. Es wurden wichtige Fortschritte im religiösen Dialog erzielt. Religionsführer spielten eine bedeutende Rolle, um Konflikte zu lösen und verfeindete Parteien an einen Tisch zu bringen. Beim Besuch von Papst Franziskus in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde die Erklärung von Abu Dhabi unterzeichnet. Dramatische Ereignisse in Afrika, Asien oder im Nahen Osten haben zu einer noch nie dagewesenen Zunahme an Völkermorden geführt. Der Bericht Religionsfreiheit weltweit betont die Aufgabe von Kirche in Not, Stimme der Stimmlosen und Leidenden zu sein, die niemand hört. Papst Franziskus sagt, in einer Welt, in der verschiedene Formen moderner Tyrannei Religionsfreiheit zu unterdrücken versuchen, müssen die Gläubigen aller Religionen ihre Stimme für Frieden, Toleranz, Würde und Menschenrechte erheben.